In dieser Nacht träumte ich. Ich erwachte und lachte über meinen Traum. Es war noch dunkel in unserem Zimmer, doch aus der Ferne hörte ich kräftig einen Hahn schreien. Mona und Nuna schliefen noch. Allmählich kam mir mein Traum wieder in den Sinn. Ich sah das Lager Bergen-Belsen von damals und dann ein großes Grabmal. Ich sah, wie sich das größte Grab mit seinen Toten in die Luft hob. Es sah aus, als hätte es keine Kraft. Ziemlich wackelig schwebte es in der Luft. Plötzlich schlossen sich die kleineren Gräbern dem Rumpf an und alle Gräber von Bergen-Belsen bildeten einen Riesenvogel. Er formte sich aus der Erde der Gräber. Die unzähligen Leichen bildeten seine Federn, die Totenköpfe schauten überall aus dem Gefieder hervor. Der jetzt kraftvolle Vogel schwebte über Bergen-Belsen. Doch er sah nicht traurig aus. Er flog zu jenen, die am Tod der vielen Menschen schuldig waren. Cheja Stojka, am 23. März 1933 in Graubart, Steiermark in Österreich, geboren, war Schriftstellerin und Künstlerin. Sie lebte und arbeitete in Wien. Cheja Stojka gehörte den Lovara-Roma an und überlebte als Kind drei nationalsozialistische Konzentrationslager: Auschwitz, Ravensbrück und Bergen-Belsen. Ihr Werk, das sowohl Malerei, Poesie und Literatur umfasst, bietet eine vielfältige Perspektive auf die schrecklichen Geschehnisse des Nationalsozialismus sowie seine Kontinuitäten, aber auch ihres ungebrochenen Lebenswillen. Cheja Stojka prägte als eine der ersten Romnja, die mit ihren Werken in die Öffentlichkeit trat, das kollektive Gedächtnis der Roma. Ihr Mut und ihr sehr persönliches Engagement sind zentral für unsere Geschichtsschreibung. Aus einer tiefen Dankbarkeit und zur Würdigung ihres Aktivismus wollen wir den 8. April auch mit ihr begehen. Wir bedauern den Tod am 28. Januar 2013. Wir trauern um eine positionierte, kreative, kluge und herzliche Romni. Ihre Sichtbarkeit als Romni-Künstlerin, Aktivistin wird uns Vorbild und in stetiger Erinnerung bleiben.